Jetzt kommen wir zu den verminderten Affekten, Dysphorie und Klagen. Und im Ofenstein-Lexikon auf Seite 71 lese ich vor: Dysphorie, Adjektiv dysphorisch. Wir erinnern uns, ist das Gegenteil von euphorisch. Griechisch schwierig, schlecht, schwer ertragen. Das schwere Ertragen von etwas. Missmutige, gereizte, mürrische Stimmungslage, die ein Teilaspekt einer affektiven Störung darstellen kann. Die Dysphorie ist unter anderem im Kontext einer depressiven Episode oder der affektiven Störung bipolar beobachtbar, aber auch während eines Entzugs, also einer Entgiftung. Gegenbegriff Euphorie. Und auf Amboss.com steht dazu noch: missmutige Verstimmung, Patient ist verstimmt, schnell gereizt und unzufrieden. Vorkommen, Depression, Persönlichkeitsstörung, Alkoholentzug, hirnorganische Schäden. Auf meine Karte schreibe ich mir: Dysphorie ist nicht gleich Euphorie, also dieses Gleichzeichen mit einem schrägen Strich durch. Missmut, mürrische Gereiztheit, das schwere Ertragen, verstimmte Unzufriedenheit, Depression, bipolare Störung, Entzug, Persönlichkeitsstörung und hirnorganische Schäden. Der zweite Punkt auf der Karte ist das Klagen und wird auch hypochondrisches Klagen genannt. Im Ofenstein-Lexikon und auch im Großen steht dazu nichts. Deswegen habe ich geforscht im Internet und einen Artikel gefunden im Archiv des Ärzteblatts. Und hier kommt der Link. Ja, das ist ein Interview mit Dr. Bernd Nissen, Psychoanalytiker und Psychotherapeut. Ich lese vor. Herr Dr. Nissen, welche Bedeutung hat das Klagen der Klienten in Psychotherapien? Für Therapeuten sind die ewig Klagenden nicht immer leicht auszuhalten. Bernd Nissen: Nein, das ist wirklich nicht immer leicht auszuhalten. Es gibt allerdings ganz unterschiedlich klagende Patienten, etwa Menschen mit chronischen Schmerzen, mit Empfindungsstörungen oder hypochondrischen Störungen. Wir müssen differenzieren nach dem affektiven, seelischen Gehalt der Klagen. Haben wir es mit einem Menschen zu tun, der klagt und dabei auch den psychischen Inhalt kommuniziert, dann stören uns diese Klagen ja gar nicht. Im Gegenteil. Diese Klagen helfen uns, auf den Patienten zuzugehen und den Kontakt aufzubauen. Bei schwer hypochondrischen Patienten haben wir die Besonderheit, dass der Patient den unbewussten Gehalt, den er eigentlich mitteilen müsste, eben nicht mitteilt, es nicht mitteilen kann. Da verbalisiert jemand zwar Todesangst, aber die nonverbale Botschaft transportiert das nicht. Die unbewusste Botschaft kann vom Therapeuten nicht wahrgenommen werden. Nächste Frage: Wie finden Sie denn heraus, um was es eigentlich geht? Nissen: Es geht gar nicht primär darum, etwas herauszufinden. Es geht darum, in eine ganz bestimmte Haltung zu gehen. Es ist etwas Beklagenswertes vorhanden, aber wir wissen noch nicht, was das ist. Und es ist auch zu einfach und an sich schon Abwehr, wenn wir fachlich sofort reagieren mit der Haltung: Ja klar, somatisch ist da nichts, es geht um etwas ganz anderes. Faktum ist doch, dass wir eben nicht wissen, was es ist. Und wenn wir sagen, nein, du hast keinen Krebs, greifen wir genau die Hilfskonstruktion an, die dem Patienten nun mal nur zur Verfügung steht. Wir können aber nicht glaubhaft sagen, wir würden spüren, dass da etwas anderes ist, geschweige denn, was dieses andere ist. Therapeutisch müssen wir uns auf den Weg machen, um die letzten Fragmente unbewusster Mitteilung zu spüren. Und wir müssen die Mitteilung machen: Ich bin da. Ich verstehe zwar noch nichts, aber ich bin da. Ja, dieser Artikel, der ist total interessant. Ich könnte ihn jetzt echt zu Ende vorlesen, aber es dauert dann doch ein bisschen länger. Und ich heb mir den jetzt auf, wenn diese hypochondrische Störung dann im Einzelnen nochmal drankommt. Aber ich verlinke euch das auch darunter, könnt ihr euch gerne dann ganz durchlesen, wenn ihr das jetzt schon wissen möchtet. Also es geht beim Klagen um ein hypochondrisches
Krankheitsbild. Ja, die Klagen, also ich würde jetzt, hätte jetzt intuitiv erstmal gedacht, Klagen, das klingt so, als würde sich jemand beklagen. Das könnte man ja auch sich gut bei Depressionen vorstellen. Aber dieser Begriff meint, dass der Mensch etwas beschreibt, ein Phänomen in seinem Körper, das ihn umtreibt, das aber keine somatische Ursache hat. Der Arzt findet da nichts. Das heißt, ein psychisches Problem hat sich verlagert, das hat oft was mit Trauma zu tun, auf zum Beispiel ein Organ wie das Herz. Und da man als Arzt in dem Moment noch nicht somatisch beweisen kann, was ist da denn jetzt eigentlich, muss man sich auf die Suche machen nach dem psychischen Hintergrund. Und dafür ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen und den Klient zu halten. Ja, da spricht er auch drüber, das ist auch ganz interessant. Also dieses Halten passt ja wieder auch zum Mutterthema, Wurzelchakra, wenn dann Trauma war, auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben und dieses erste Energiezentrum erschüttert wird, ist das Bedürfnis, dass da Halt entsteht. Im ersten Energiezentrum ist auch die Angst vor Haltlosigkeit. Die wird dem zugeordnet. Ja, da gehe ich dann nochmal genauer drauf ein. Also Klagen im Zusammenhang mit hypochondrischer Störung. Und auf meine Karte schreibe ich mir hypochondrisches Klagen, ein Phänomen auf körperlicher Ebene, für das der Arzt keine somatische Ursache findet. Arzt bzw. Therapeut muss den Klienten halten, psychische Ursache finden. Halt, Pfeil nach rechts, Wurzel, Mutter, Pfeil nach rechts, Trauma.